In einem Second-Hand-Laden wurde ein Verkäufer zufällig Zeuge einer Straftat. Das hat für den Mann lebensgefährliche Folgen. Ein Einsatz für Stefan Sindera und Erik Stein. Achtung! Mein Bein tut weh und Kopfschmerzen. Einen ganz kleinen Moment. Arnold für die 1923. Ja, schickst du uns bitte umgehend an den Einsatzort einen RTW? Wo ist der hin, der Idiot? Ist da reingelaufen? Eine verletzte Person mit Kopfverletzung. So. Kommen Sie mal bitte her. Wer kann mir denn jetzt mal sagen, was hier passiert ist? Es kam einer rein, der hat die Frau hier reingeschleppt, mit den Haaren reingezogen und geschlagen. Mein Mann ist natürlich sofort dazwischen gegangen, ist auf ihn zugegangen und hat ihn Das heißt, das war kein Unfall, sondern die Verletzung. Nein, der Mann ist doch hier, der ist da hinten hingelaufen. War der irgendwie bewaffnet? Der war einfach nur brutal, der hat diese arme Frau da zusammengeschlagen. Der hat den Schrank auf mich geschmissen. Der hat den Schrank auf meinen Mann geschmissen. Der ist zu allem bereit. Der hat diese Frau hier an den Haaren reingeschleift. Hier, da. Aber was war denn der Grund für diesen Streit? Das weiß ich nicht. Draußen gestritten. Ich habe gesehen, wie der sie geschlagen hat. Und dann bin ich dazwischen und er ist ausgerastet und hat mir einen reingegeben, den Schrank auf mich gehauen und ist abgehauen. Okay. Gestern Mittag kam ich hier hin, um eine Kommode zu verkaufen von meiner Oma. Als Erbe hat sie es mir hinterlassen, aber ich wollte unserem Sohn unglaublich gerne ein Fahrrad zum Geburtstag schenken und dann wollte ich es verkaufen. Einen Moment, bevor Sie jetzt weiterreden, jetzt sagen Sie mir, was ist denn mit Ihnen los? Sie haben hier auch ein Pfeilchen. Sie sind hier. Hat sie zusammengeschlagen. Hat er sie auch geschlagen? Er hat mich gestern Mittag, als er es erfahren hat, mit der Kommode, hat er mich zusammengeschlagen. Ich weiß nicht, warum. Wer ist denn dieser Mann? Das ist mein Ehemann. Ach, das ist Ihr Ehemann? Ja. Hat sein Denken Ausgehverbot oder was? Was macht der für eine Scheiße? Und das ist der hier noch ist? Der ist auf jeden Fall noch hier drin, auf jeden Fall. Nachdem die Sanitäter die Versorgung des Verletzten übernommen haben, machen sich die Beamten auf die Suche nach dem brutalen Gewalttäter. So, dann tun Sie uns mal bitte einen Gefallen. Sie bleiben erstmal hier. Ich wollte Sie gerade wegen der Identifizierung. Wie sieht denn der aus? Er hat dunkle Haare und ist ungefähr so groß. Vielleicht ist es doch besser, Sie kommen mit, aber Sie halten sich im Hintergrund, ja? Okay. In welche Richtung ist er denn gegangen? Er ist da vorne hier reingelaufen. Hier rein? Hier. Wie heißt er denn? Er heißt Clemens Neumeister. Herr Neumeister! Hallo? Herr Neumeister? Sind Sie Herr Neumeister? Ja, ich will nur meine Kommode mitnehmen, sonst nichts. Ich brauche euch Legen Sie erstmal den Schraubenzieher weg. Ich brauche euch nicht mal. Macht, dass ihr wegkommt. Legen Sie den Schraubenzieher weg. Ich will nur meine Kommode. Ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie sollen den Schraubenzieher weglegen. Das ist meine den Kommode. Den Schraubenzieher weg. Sofort. Wenn Sie ihn nicht weglegen, dann werden wir Pfeffer einsetzen. So, jetzt drehen Sie sich erst einmal um. Okay, das ist meine Kommode, Herr Wachtmeister. Das ist Ihre Kommode? Das ist meine Kommode. Was haben Sie dann gemacht? Nix, das ist ein Familienerbstück. Das hat meine Frau verkauft. Ich will das Scheißding wieder zu Hause haben. Das ist von meiner Oma. Da ist mir scheißegal. Das stand bei uns zu Hause. Das kannst du nicht einfach verkaufen. Ja. Haben Sie die ganzen Dellen da reingemacht? Ich will mal sein Geiz, hat mich noch nicht. Wir müssen das Geschenk mit unserem Sohn kaufen. Wenn du das ganze Geld immer rauswirfst, was kann ich dafür? Sie kommen jetzt erstmal mit. Sie kommen jetzt erstmal mit. Gib mir so wenig Haushaltsgeld. Was ist denn mit meiner Kommode jetzt? Die bleibt jetzt erst einmal da vorne. Ach. Und jetzt klären wir erst einmal, was hier überhaupt passiert ist. So. Sie sind ja auch irgendwie nicht ganz frisch in der Tapete, oder? Ja. Noch ahnen die Beamten nicht, dass sich im Inneren der Kommode ein großes Geheimnis verbirgt. So, jetzt sagen Sie mir mal bitte, ob sich das so abgespielt hat, wie der Herr gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, er hat gesagt, Sie haben ihn geschlagen. Des Weiteren haben Sie danach den Schrank auf ihn geworfen. Wir haben ihn auch in der Position vor sich gefunden. Und dass er sich selber mit einem Schrank zudeckt, halte ich für sehr ungewöhnlich. Ich habe das ja nicht abgelehnt. Also, was haben Sie nicht abgelehnt? Wir haben uns gestritten und der Vogel, der greift mich einfach an. Hey, hier redet einer und das bin ich. Er hat sie zusammengeschlagen. Ja, das haben wir auch schon geklärt. Ich will jetzt hier wissen, was passiert ist. Stinknormaler Ehestreit. Jetzt erst einmal kann ich Sie loslassen und Sie sind ruhig und hören uns zu. Ja, selbstverständlich. Ansonsten lege ich Ihnen die Handfesseln an. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut, dann lasse ich Sie jetzt los. Sie beruhigen sich, antworten auf die Fragen meines Kollegen. Verstanden? Irgendein Rambazamba und es geht ab auf die Wache, ja? Okay. So, Freifahrt.
Hände nicht in der Tasche stecken. So, der Mann hat mich auf jeden Fall dann von meiner Frau weggeholt, hat mich geschubst, dann habe ich ihm einen Gong gegeben und dann habe ich den Schrank umgekippt, weil ich meine Kommode haben will. Er hat sie gestern gekauft. Gekommen? Also ich bin mit meiner Frau hier angekommen und sie hat gesagt, sie hat die Kommode hier verkauft. Ich wollte meine Kommode wieder haben. Weiß der Kuckuck, wo das stand? Ich habe sie dann gesucht. Mhm. Er kam mir in die Quere, als wir uns gestritten haben. Und dann ging es rubbel die Katz. Und Ihre Frau hat die Kommode hier verkauft, oder was? Ja, angeblich. Verkauft. Ja, nee. Ich habe sie gestern verkauft und ich habe 200 Euro dafür bekommen. Und davon wollte ich Leon ein Fahrrad kaufen. Für 200 Euro? Leon ist Ihr Sohn, ja? Das ist unser gemeinsamer Sohn, Das gibt es bestimmt billiger für Gebrauch. Da muss man bestimmt nicht meine Kommode für verkaufen. Pass mal auf. Hallo. Wir sind nicht die... Das ist meine Kommode. Oh gut. Wir sind nicht die Paartherapie. Also wenn Sie da Probleme haben in Ihrer Ehe, dann tut mir das natürlich sehr leid, aber da sollten Sie vielleicht mal an geeigneter Stelle vielleicht mal über Ihre Probleme reden. Denn so wie Sie Ihre Probleme lösen hier mit Gewalt, ich habe mir Ihre Frau gerade angeguckt und das ist ja nicht geschminkt, ne? Also die hat da einen von Ihnen bekommen und ich weiß nicht, also wo Ihre Erziehung her war, außer... Ich bin LKW-Fahrer, ich komme freitags von der Arbeit. Ach, Sie sind LKW-Fahrer? Dann komme ich nach Hause und dann fehlen mir Möbelstücke. Können Sie sich in meine Lage versetzen? Und dann gibt es zur Begrüßung Ich gehe die ganze Woche dafür arbeiten. Hey, und dann gibt es zur Begrüßung für Ihre Frau erstmal einen aufs Auge, oder was? So geht man mit Menschen um und so geht man mit Frauen um? Wo kommen Sie her, aus der Steinzeit, oder was? Und selbst, glaube ich, haben sich die Menschen nicht so verhalten. Aber das ist absolut nicht tolerierbar, das Verhalten. Das werden wir anzeigen. Was ich mich jetzt noch frage, Sie wollten... Wir haben Sie ja gerade hinten angetroffen an der Kommode. Ja. Mit einem Schraubenzieher. Ja. Was haben Sie denn da gemacht? Nichts. Was soll ich da gemacht haben? Sie wollen eine Kommode wieder haben und fummeln da mit einem Schraubenzieher dran herum. Ja, ich wollte die Schublade reparieren, bevor ich die abtransportiere. Sie wollten Ihre Kommode wieder haben und wollten hier die Schublade reparieren. Ja, damit sie nicht andauernd rausfällt. Ist doch logisch. Das glaube ich nicht. Außerdem, der Verkauf war doch schon längst abgeschlossen. Ihre Frau hat doch gesagt, sie hat gestern 200 Euro dafür. Ja, aber die kann ja nicht einfach unsere Möbel verkaufen. Ja, das müssen Sie aber untereinander klären. Wenn das verkauft, wenn die Kommode verkauft wurde, dann ist der Besitz übergegangen. Ich verkaufe extra meine Sachen, damit wir ein bisschen Geld haben können. Du speist uns mit so wenig Haushaltsgeld ab. Ich weiß gar nicht, wie wir uns beide über die Runden kriegen sollen. Haben Sie einen Kaufbeleg darüber? Ja, natürlich. Ja, gucken wir uns dann später mal an. Das ist jetzt erst einmal nicht entscheidend. Das haben wir auf jeden Fall alles festgehalten. Ich weiß, ich war gestern hier. Und ich weiß aber nicht genau, welche Kommode es jetzt geht. Wir können ja gerne mal hingehen. Ja, wir gucken ja mal an. Die alte Kommode ist für den Mann offenbar von großer Bedeutung. Den Grund dafür erfahren die Beamten bei genauerer Untersuchung. Aber ich sehe jetzt gerade... Ja, ist da irgendwas ungewöhnlich jetzt da dran? Schauen Sie mal, die hat den anderen Boden. Schauen Sie mal, die hat einen hellen Boden und die hat einen dunklen. Das ist noch gar nicht aufgefallen. Spinnen Sie sich hier auch noch einen zurecht. Also, das haben noch gar nicht. Das ist unmöglich. Warum hatten Sie denn so ein Interesse an dieser Kommode? Die hat einen doppelten Boden. Was ist das denn? Aha. Wem gehört denn das Geld? Woher kommt das denn? Mir. Dafür gehe ich die ganze Woche arbeiten. Und damit du meine scheiß Kohle nicht aus dem Fenster wirfst, musste ich in meiner Kommode sparen. Und du verballerst meine Möbel. Du versteckst Geld von uns. Ja, wenn ich dir sage, gibst du es aus. Gut, dann haben wir jetzt auch... Ja, fürs Essen. Mir reicht doch gar nicht. Ich verkaufe schon meine Anziehsachen, alles, um uns irgendwie um die Runden zu kommen. Nur weil du so ein Geizhals bist. Schon immer warst du ein Geizhals. Gut, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, wir haben jetzt auf jeden Fall mal den Grund, warum Sie so ein großes Interesse an der Kommode gehegt haben. Nichtsdestotrotz, der Verkauf hat hier stattgefunden. Das Eigentum ist übergegangen. Sprich, es ist nicht mehr Ihre Kommode. Wem die vorher gehört aber hat, ist jetzt Geld erst... Kann doch jetzt hören Sie mir zu, jetzt rede ich. Wem die Kommode vorher gehört hat, ob Ihnen oder Ihnen, ist jetzt erstmal irrelevant. Sie haben die Kommode verkauft, Sie haben Geld dafür bekommen. Es ist ein Kauf, hören Sie mir zu, unterbrechen Sie mich nicht. Sie hat das Geld an Ihre Frau übergeben, es gab Unterschriften, hier ganz ordinär einen Kaufvertrag. Dementsprechend ist das Haus hier jetzt Eigentümer dieser Kommode. Da haben Sie jetzt nichts mehr dran zu schaffen. Wenn Sie da irgendwas versteckt haben, dann müssen Sie hier vorne mal erstmal Bescheid geben, ja? Der Inhaber hat beim Versuch, die Kundin zu schützen, schwere Verletzungen erlitten. Ob er bleibende Schäden davonträgt, werden weitere Tests im Krankenhaus zeigen. Also, wir haben jetzt Folgendes. Das Geld stellen wir so jetzt erstmal hier sicher. Wir müssen jetzt erst noch mal klären, wer jetzt tatsächlich Eigentümer des ganzen Geldes ist. Das behalten wir. Wenn sich dann im Nachgang herausstellt, dass das Geld von Ihnen ist, kriegen Sie das auch erstattet. Hände bitte auf den Rücken. Weiterhin nehmen wir Sie den Schraubenzieher gesagt, mit. Wenn ich mich benehme, muss ich keine Acht tragen. Das ist richtig. Aber wir haben jetzt hier noch mal das. Sie haben A, Ihre Frau geschlagen. Sie haben B, den Geschäftsführer dieses Hauses hier geschlagen. Also wir haben hier jetzt nicht mehr groß die Lust, Sie
hier zu lassen. Weiterhin möchten wir auch, dass Sie die nächsten 10 Tage sich Ihres Hauses fernhalten. Ich? Ja, Sie. Warum geht die nicht? Das ist doch mein Haus. Das ist ganz einfach, weil Ihre Frau nicht Sie geschlagen hat, sondern Sie Ihre Frau. Wir wissen jetzt nicht, wie häufig das vorkommt. Das klären wir gleich noch auf der Wache. Fakt ist, Sie kommen jetzt erst einmal mit. Und in der Wache kriegen Sie auch noch ein Schriftstück von uns ausgestellt, das besagt, dass Sie die nächsten 10 Tage sich von Ihrer Wohnung fernzuhalten haben. Wenn Sie dagegen verstoßen, wird es weitere Konsequenzen geben. Deswegen rate ich Ihnen, dieser Anordnung nachzukommen. Haben Sie mich verstanden? Ja. Unabhängig des Rückkehrverbots in seine Wohnung haben wir hier auch noch mehrere Straftaten vorliegen. Wir haben zum einen die Körperverletzung gegenüber des Hausbesitzers und wir haben die Körperverletzung gegenüber seiner Ehefrau. Weiterhin hat er sich an der Kommode zu schaffen gemacht, die dann einen Tag vorher den Besitzer gewechselt hat. Dementsprechend haben wir hier auch noch eine Sachbeschädigung.